Was ist das? Da muss ich bestimmt hin. Ja. Angreifen. Herzlich willkommen zu Pray for the Gods. Wir spielen das brandneue PlayStation 5 und 4 Spiel, den geistigen Nachfolger zu Shadow of the Colossus. Das ist ein absolutes Meisterwerk ist. Es ist ein Kickstarter-Spiel, was dort finanziert wurde auf Kickstarter. Jetzt gucken wir mal kurz, was passiert. Okay. Wir sind hier, nur ganz kurz, um dich abzuholen, gestrandet. Unser Schiff ist untergegangen. Unsere Welt ist am Abgrund. Wir sind hier auf einer Eisinsel. Die Insel, glaube ich, der Götter, das sind quasi unsere Kolosse, wie in Shadow of the Colossus, bloß dass es hier Götter sind. Und wir suchen die Antwort. Warum hört dieser Winter nicht auf? Warum geht er nicht weg? Wir lesen das mal schnell. Die Kälte war unerträglich, also haben wir mit verfluchtem Fleisch Feuer gemacht, welches selbst nach Tagen noch brennt wie am ersten. Das Feuer vertreibt zwar die Kälte, aber selbe es vermag nicht den Wahnsinn zu vertreiben, der einige von uns zerfrisst. Okay. Feuer ist wichtig in dem Spiel. Es gibt mehrere Stufen. Es gibt nicht nur einfach, normal, schwer und legendär, sondern es gibt auch noch so einen Survival-Modus, der dann ja uns wärmt. Das heißt, wir können erfrieren, Schrägstrich, ich glaube nicht sterben dran, aber unsere Ausdauer wird reduziert. Und neben mir blinkt auch so ein kleiner Kreis. Das könnte schon ein Zeichen davon sein. Sprinten. Das heißt, man kann, wie gesagt, die Schwierigkeitsstufe der Gegner einstellen und dann halt auch noch, wie heftig einem die Kälte zusetzt. Wie heftig nimmt die mich mit? Wie oft muss ich mich wieder ans Feuer stellen, um zu erwärmen? Jetzt guck mal, da sind zwei Kreise drunter, aber passiert nichts. Okay, man kann in dem Spiel wohl alles erklettern, so ziemlich. Also wenn ich irgendwo einen Hügel in der Ferne sehe, kann ich erklettern. Die Götter erkletter ich, genau wie in Shadow of the Colossus. In dem Trailer sah es aus, als hätten sie Schwachstellen, genau wie in Shadow of the Colossus. Also wirklich der geistige Nachfolger. Sah ein bisschen spooky aus, das Gesicht. Alter. Finde drei Totems, um deine Ausdauer zu verbessern. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Okay, ein Gletscher, den kann man wohl nicht klettern. Ja, und das Spiel ist komplett offen. Das heißt, du kannst dir aussuchen, wo du lang gehst. Du kannst mit dem ersten Gott anfangen, du kannst mit dem letzten anfangen, falls die überhaupt dann so eine Reihenfolge haben, angreifen. Angreifen. Das? Das Tor auf. Gab es sowas schon mal? Ich weiß es nicht. Sieht natürlich eine Ecke besser aus als Shadow of the Colossus, wer das Spiel kennt. Ist ja auch für die PS4 und 5 verfügbar. Läuft auch auf dem Kanal hier. Ich hätte mal gucken sollen, was da steht. Der Kanal einfach nochmal reinschalten. Und das werde ich natürlich auch weiterspielen. Hier ist eine Treppe, die habe ich gar nicht gesehen. Schrägstrich eine Wand. Ich habe gerade geguckt, ob ich mit X hochspringen kann, aber das geht nicht. Also springen, Dreieck. Easy. Springen und greifen. Ist ja fast wie Quicktime-Events. Springen. Und was bewegt sich hier so, Leute? Ist das das Tor, was wieder zugeht? Ja. Ich kann nicht mehr weiter. Mein Greifhaken hat noch ein paar Schuss. Er sollte ausreichen, um über diese Schlucht zu kommen und sich an ein paar Felsen festzukrallen, bevor er aufgibt. Du könntest es vielleicht reparieren, bevor es kaputt geht. Ansonsten musst du einen bauen aus Holz oder Ersatzteilen, wie ich es tat. Ah, ein Enterhaken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Im Spiel, der Greifhaken ist eine davon. Okay, es gibt anscheinend feste Punkte, da ist so ein Symbol drin.
wo ich mich festhalten kann. Was ist das hier Schönes? Wie war nochmal schießen? Ich glaube vier, aber geht nicht. Ja, vier war richtig. Nutzen, was ist das? Germs Briefe. Wir sind hier mit nichts als unserer Kleidung angespült. Tatsächlich. Den Greifhaken haben wir schon. Kein anderes Equipment. Ein Unterschied zu Shadow of the Colossus ist, dass wir tatsächlich auch andere Gegner in dieser Welt haben. Also es gibt ein paar andere Gegner. Da stand ja eben was von verdorbenen Fleisch oder wie sie es auch immer genannt haben. Funktioniert. Ich dachte, es geht nicht, weil die Markierung nicht aufgetaucht ist. Ich bin gespannt. Geiles Spiel. Es gibt, glaube ich, auch 16. Und ich bin der Meinung, in Shadow of the Colossus gab es auch 16 Gegner. Oh, wie hoch der Schnee ist. Crazy. Kann ich schneller laufen? Ja, ein bisschen. Benutzen. Bären. Ist um die Regeneration deiner Ausdauer zu verbessern. Okay. Ich will gar nicht durchlaufen, wie wir das angucken, da diese fetten Skulpturen, die da ringen miteinander, sich gegenseitig zerfetzen. Mal gucken, ob man hier Sachen erforschen muss. Also ich kann hier einfach hochklettern. Wahrscheinlich kann ich diese dicken Wände jetzt hier nicht hochklettern im Tutorial, aber an für sich. Da liegt doch einer. Aber ich habe noch keine Waffe. Also alles gut. Umso höher der Schnee ist, desto schwieriger ist es auch zu spielen. Tatsächlich werden auch die adaptiven Trigger von einem PlayStation 5 Controller unterstützt. Bin mal gespannt, wann das zum Einsatz kommt. Bestimmt beim Bogenschießen. Bogen haben wir eben schon im Menü gesehen, Schwert haben wir gesehen. Es gibt auch einen Hängegleiter. Da hinten ist Mordor. Nein, es war ein Spaß. Ich weiß nicht, was da hinten ist, aber irgendein Tempel. Anscheinend gibt es einen Tag- und Nachtmodus. Oder es wird hier einfach gerade dunkler an der Stelle. Fallschaden kann ich bestimmt auch kriegen. Ich gucke jetzt nicht, ob da was ist. Ich gehe da einfach dran vorbei. Los rein hier. Arschkalt hier draußen. Aufladen, angreifen. Und jetzt? Okay. Was ist das? Was ist das? Alter, was der für eine Maske hat. Nicht feierlich. Okay, ja, ja, ich fühle mich wieder klein. Ich fühle mich richtig klein. Okay. Ich habe einen Enterhaken. Ich habe einen Enterhaken. Oh nein, oh nein. Ich kann ihn nicht einfach so abschießen. Da. Schieß. Ach, ich muss loslassen. R2 loslassen. Okay, okay. Gut, gut, hier ist eine Plattform. Das ging fix, den ersten zu finden. Was ist das? Da muss ich bestimmt hin. Ja, 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 ja. Angreifen. Was passiert? Was passiert? Er will mich abschütteln, er will mich abschütteln. Meine Ausdauer, meine Ausdauer. Er ist aber ganz schön widerspenstig, der Gute. Nein, nein. Jetzt aber, jetzt, jetzt, jetzt.
Okay. Durchhalten. Das ist erledigt. Oh, falsche Taste. Ordentlich auf Kreis rumhämmern. Okay, ein bisschen Ausdauer aufsammeln. Sammelt die Ausdauer von sich aus auf oder loslassen? Okay, jetzt. Und los, zum nächsten Schwachpunkt. Oh fuck, er schüttelt mich einfach schon wieder ab. Und, komm. Nee, jetzt kannst du aber knicken. Nein! Jetzt. Komm. Oh. Übertreib nicht. Nein. Ich dachte, ich hab schon gedrückt. Ich hab schon viel gedrückt. Ich muss, glaube ich, nicht mehr drücken. Es könnte sein, dass er hin ist. Weil Kreis taucht nicht auf. Nee, der hat irgendwie noch. Er zeigt mir einfach das nicht mehr an. Und jetzt? Gehen wir mal auf dein Köpfchen, ne? Ja, da oben. Alle guten Dinge sind drei. Vergiss es, Großer. Ist er. Da habe ich ihn. Erste Trophäe. Also ein Satyr ist das. Okay. Pray for the gods. Ja. Hab da wohl nicht genug für die Götter gebetet. Einen habe ich. Also. Hoffe ich mal. Aber der sieht auch nicht mehr gut aus. Der hatte schon mal bessere Jahre erlebt. Da landest du da einfach auf so einer vereisten Insel und dann passiert sowas. Die muss ich ja auch gerade gedacht haben, wo zur Hölle bin ich gelandet, was geht hier ab, wo bin ich, was passiert hier? Ach, liege ich da im Schnee? Ja, ich glaube, ich liege da. Ist das? Ja, super, schick mir noch ein paar Wölfe. Läuft bei mir. Setting ist ein bisschen wie Game of Thrones. Ah, das ist das, was ich vorhin Mordor genannt habe. Okay, der ist aber hartnäckig. Das war schon eine Ecke weg, das Ding. Bin hier am Rande meiner Kräfte vermutlich. Hinten ist das Symbol, was eben der eine Gott da hatte. Als Maske. Was hat denen, die da vorher gelebt haben, wohl nicht viel geholfen? Die liegen da überall an der Seite rum. Okay, das ist das Symbol, von dem ich gerade hatte. Da sind noch ein paar andere Masken. Das scheinen wohl weitere Götter zu sein. Und mir geht's einfach so wieder gut. Warum geht's mir wieder gut? Ich wurde gerade von einem Wolf stundenlang durch den Schnee gezogen. Sieht aus, als wenn das so eine Barrikade wäre, wo ich die Götter alle jagen muss, um da durchzukommen.
In Shadow of the Colossus gab es so ein. Er konnte das Schwert, konnte einen Lichtstrahl machen. Hast du den nächsten, ja, Koloss gefunden? Vielleicht ist das auch ein Zeichen, wo ich hin muss. Wie viel sind da drauf? 3, 6. 6 Stück sind da zu sehen. Ja, okay, also das Spiel hilft mir, einen Gott zu finden, aber ich kann wohl auch zu den anderen gehen, so wie ich es verstanden habe. Das scheint dann so ein bisschen unser Hub hier zu sein. Und da oben tropfen interessante Dinge runter, was die auch immer bewirken. Aber das ganze Teil leuchtet hier innerlich. Controller vibriert ordentlich, wenn man auf dem Metall rumläuft. Das Wasser. Wo sind wir denn hier? Das finden wir nächstes Mal raus, wo wir hier sind. Ich finde es geil. Ich fand und finde Shadow of the Colossus geil. Das werde ich parallel auch weiterspielen. Schau dir doch einfach mal nochmal das Video an. Ich habe es vorhin schon einmal eingeblendet, aber guck gerne jetzt auch nochmal rein. Du bist mir unglaublich, wenn du so einem kleinen YouTube-Kanal ein Like, einen Kommentar, ein Abo dalässt. Du lässt es dir aussuchen. Such es dir aus. Ne? So Weihnachten, wenigstens eins der drei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.